Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner Rezeptemappe heute. Wir machen eine küchentaugliche Buchidee. Dazu habe ich hier graues Papier, zwei Bögen Designpapier, etwas Buchlein, das ist dieses Ocean Twill, heißt das glaube ich, und noch einen Bogen mit den Kärtchen drauf. Das wird mein Außenpapier. Genau. Dann braucht ihr noch einen Gummi und mehrere Ösen. Die Seiten sind 20x21, werden hochkant gefaltet. Ich habe jetzt hier alte Kartenrohlinge genommen, die ich noch hatte. Schaut einfach, was ihr habt. Genau, hier ist meine Graupappe, habe ich mir schon zugeschnitten. Die ist 21,5x10,5. Die beiden großen und das kleine ist 2,5x21,5. So, mit dem mittlersten Leinen, das ist 6 cm breit, fange ich dann auch schon mal an, das Buch zu beziehen. Innen ist das schwarz, das ist ein Leinen, was aus zum Teil aus recyceltem Plastik besteht, deswegen sieht es ein bisschen anders aus. Es hat auch die Eigenschaft, dass es sich abwaschen lässt, also eigentlich optimal auch für die Küche. Ich gleiste mir jetzt die Seiten ein und lege mir meine beiden Seiten drauf und habe etwa 4 bis 5 mm Zwischenraum, rutscht euch das hin, dass das passt, und drückt es von außen einfach schön fest. Jetzt kommen noch die Überstände, die werden natürlich auch noch in die Falz reingearbeitet. Das Ocean Twill, dadurch, dass es ein bisschen Plastikanteil hat, klebt nicht sofort, da müsst ihr ein bisschen Geduld haben, aber es lässt sich ansonsten sehr gut verarbeiten. So schaut das Ganze aus. Für die Vorderseite schaue ich jetzt, wie weit ich im Endeffekt den Abstand am Buchleinen haben möchte. Zeichne mir da einen Rand ein und kontrolliere nochmal ohne Kleber, ob alles soweit passt, bevor ich jetzt mit dem Kleber beginne. Dazu streiche ich mir genau die Fläche ein, die ich nachher bekleben möchte. Das heißt, links kann ich es festhalten und rechts streiche ich das Ganze ein. So, jetzt kommt ein Buch. Die Graupappe ist endlich drauf. Ihr habt oben und unten nun an der Seite etwa 1,5 cm Überstand zum Umklappen. Hier schneide ich mir jetzt noch die Ecken ein. Da bitte nicht bis zum Rand, sondern lasst euch da 1 bis 2 mm übrig. Jetzt falze ich mir noch die Seiten um. Schön mit Druck, auch hier über die Ecke, dass die schön ummantelt. Alle Überstände an Kleber ruhig gleich wegwischen, sonst habt ihr da Flecken drauf. So, jetzt dann zum Schluss noch die lange Seite und das Ganze natürlich auf der anderen Seite mit der Rückseite genauso. Da lege ich mir das auch an, um zu schauen, wie weit ich das Buchlein noch sichtbar haben möchte auf der Seite. Man kann das auch mal hochkant stellen und schauen, okay, habe ich den gleichen Abstand. Das könnte man sich auch vorher ausmessen. Ich habe es jetzt einfach mal so Pi mal Daumen gemacht. Genau, so, die zweite Seite ist jetzt fertig. Dann kommt ein Innenpapier drauf, das ist 21x24, da ist halt noch ein bisschen Abstand bis zur Außenkante übrig. Da mache ich das so, ich gleiste mir erstmal innen alles voll, aber nicht ganz bis nach außen, und den Rest mache ich dann auf dem Innenpapier, dann kann ich das nämlich schön in der Mitte festhalten und dann einfach schön fein säuberlich auflegen, erstmal in der Mitte fest machen und dann die Falze nacharbeiten. Man könnte das auch mit Leinen machen, dadurch, dass nachher sowieso die Fächer innen drin sind, habe ich mir das jetzt geschenkt und habe das einfach mit einem weißen Papier bezogen. Genau, jetzt schön über die Kanten noch, dass das Papier auch wirklich schön mit dem Buch verbunden ist. Gerade da unten, wo die Falze sind, und oben, wenn man das knickt, dann geht das gerne mal auf. So, nochmal den Test. Und passt alles. So, für die Fächer müsst ihr euch jetzt so kleine Stege machen. Das heißt, ihr teilt euch euer Papier auf. Das sind dann immer 11 cm mal 9 cm. Schneidet euch eure Stückchen zurecht und falzt die dann bei 2, bei 5,5 und bei 9, in dem Fall hier auf der langen Seite. 2 bei 5,5
und bei 9 cm. Da habt ihr dann quasi drei Falze, die dann so ein bisschen zu so einem Dreieck gefaltet werden. Da schön nochmal ordentlich nachgehen mit dem Falzbein und dann schnappt ihr euch euer hochkant gefaltetes Papier und klebt euch diese Stücke folgendermaßen ein. Das heißt, ihr klappt euch das auf und mit der Klebeseite nach innen. Das heißt, innen ist es festgeklebt, außen ist es dann locker. Achtet hierbei auf die Ausrichtung, falls ihr Musterdesignpapier verwendet, dass es dann natürlich alles nachher in einer Ausrichtung ist. Nicht, dass euch da was durcheinander kommt. Genau, jetzt wird es einfach zugeklappt und davon macht ihr einfach ein paar. Ich habe jetzt so viele Fächer gemacht, wie ich mit 2 Designpapieren hinbekomme. Schöner wird es natürlich, wenn man noch mehr Fächer hätte, aber dann hätte man noch ein drittes Designpapier anschneiden müssen und deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Aber mit dieser Anzahl geht das auch wunderbar. So, die werden jetzt alle zusammengeklebt und in der Mitte einfach aufgeschlagen und mit den Fingern eben in der Mitte geprüft, ob es auch wirklich Kante an Kante ist und dann werden alle zusammengeklebt. So schaut es dann fertig aus. Lasst es ruhig in Ruhe trocknen, bevor euch das wieder auseinander geht. So, mein Buch ist fertig getrocknet. Jetzt können wir das Ganze auch fertig machen mit unseren 6 Fächern, die wir da haben. Als erstes machen wir auf der Rückseite mit einem Abstand von ca. 1 bis 1,5 cm 2 Löcher rein in die Ecken, um einen Gummi zu befestigen. Der Gummi wird also quasi durch das Loch gefädelt und danach einfach durch das Verkrimpen der Öse mit dem Buch befestigt. Ihr müsst natürlich dann schauen, wie stramm ihr den Gummi braucht, damit ihr nachher nicht zu weit auf dem Buch den Verschluss machen müsst. Also hier habe ich den schon ganz schön stramm gezogen, eine Öse noch reingemacht und dann verrutscht er euch eigentlich auch nicht mehr und dann könnt ihr ihn auch fest krimpen, weil dann haben wir nämlich auch einen Anhaltspunkt für unseren Patronenknopf, wo der schlussendlich hin muss. Ich habe ihn dann jetzt hier zwischen die Bestecke gesetzt, möglichst mittig. Den Platz könnt ihr dann wählen, je nachdem wie stramm euer Gummi ist. Für den Patronenknopf habe ich jetzt die kleinere, dünnere Locheinstellung von der Cropodile verwendet und ich kann den einfach durchstecken und von oben einfach gegenschrauben. Wenn man möchte, kann man es noch nachziehen, aber eigentlich geht er immer relativ gut. So schaut es dann aus. Und das Ganze wird jetzt einfach in das Buch eingeklebt, genauso wie wir vorher auch die Seiten verklebt haben. Von hinten und von vorne setzen wir es einfach mittig rein, drücken das zusammen und streichen das fest. Reißt es nicht gleich auf, das Buch. Das muss erst noch ein bisschen trocknen. Tombow ist immer noch ein bisschen rutschig. Das heißt, es wird jetzt schön festgeklebt. Und dann ist mein Sammelsurium fertig. Ich habe es schon befüllt mit ein paar Tags, die ich noch übrig hatte und ein paar schönen Umschlägen, die farblich passen. Und ja, das kann jetzt befüllt werden, verschenkt werden oder einfach nur betrachtet werden, weil es einfach schön aussieht, schlussendlich. Genau, so schaut es dann aus. Ich hatte jetzt auch noch die Idee, mit einem matten Klarlack das Ganze zu besprühen und so abwaschbar zu machen. Das habe ich dann auch getan. Das trocknet wirklich einwandfrei ein und man kann das Buch nachher tatsächlich auch abwischen. Ich habe euch dann auch mal so diesen Öltest mitgebracht. Unten ist das besprühte Papier und oben ist normales Designpapier. Und man sieht tatsächlich, wie gut auch so ein Öl einfach sich wegwischen lässt. Und das ist einfach einwandfrei. Ich verlinke euch dieses Spray auch in der Infobox und gerne könnt ihr auch noch was genauer dazu nachlesen auf meinem Blogpost. Das verlinke ich euch auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und hat euch inspiriert, sowas auszuprobieren.